Wie kannst du dieses Jahr in 2021 bessere YouTube-Kampagnen fahren als dein Wettbewerb? Worauf du unbedingt achten musst, nach dem Intro. Moin Moin Markenbauer, ich bin Julian, das ist Video for Brands. Dich und deine Marke erfolgreich zu machen ist meine Mission. Schnell abonnieren, wenn du Bock auf mehr Content zum Thema YouTube-Werbung, YouTube-Marketing, generell digitalen Markenaufbau hast, bist du hier genau richtig. Vorab die Frage, was sind deine Ziele für 2021? Für dich persönlich und speziell auch auf YouTube. Und wie glaubst du, dass man dieses Jahr überhaupt noch besser sein kann als die Konkurrenz? Besser zu sein als Wettbewerb wird immer schwerer und das hat einen sehr einfachen Grund. Denn die Tools, die wir benutzen, werden immer weniger und es sind einfach die gleichen. Jedes Unternehmen benutzt Google Ads für Search-Kampagnen. Jedes Unternehmen ist auf Facebook und Instagram unterwegs. Jedes Unternehmen macht YouTube-Werbung. Dazu kommt, dass die Algorithmen, also die Techniken dahinter, immer stärker vereinheitlicht werden. Man gibt nur noch Ziele vor und die Algorithmen machen das. Das macht es unglaublich einfach, aber das macht es auch sehr, sehr austauschbar. Die Frage ist jetzt also, wie kannst du mit YouTube-Kampagnen noch besser sein als dein Wettbewerb? Damit du kein Geld verbrennst und damit du besser bist als dein Wettbewerb, habe ich dir drei Tipps mitgebracht. Mein erster Tipp ist, definiere deine Ziele ganz genau. Mein Lieblingsvergleich ist immer, YouTube ist ein Biest, YouTube ist wie der Hulk. Da ist unglaublich viel Energie drin, aber man muss sehr genau wissen, wohin man diese Energie lenken möchte und wie man damit umgehen muss. YouTube hat sich über die letzten Jahre extrem stark ausdifferenziert. Und je nachdem, welches Ziel und welche Art der Kampagne du auswählst, erhältst du unglaublich unterschiedliche Ergebnisse. Du siehst hier den klassischen Sales Funnel. Du siehst alleine hier, was YouTube für dich leisten kann. Von Reichweite, also einfach nur Werbeausspielung, Video-Views, Klicks, Leads oder auch Conversions, ist unglaublich viel dabei. Und jedes Kampagnenziel, jeder Kampagnentyp wird dir komplett andere Ergebnisse liefern. Ganz einfaches Beispiel. Wenn man eine TrueView-Kampagne auswählt, also eine Kampagne, die Kaufbereitschaft beeinflussen soll, dann zahlt man für einen Aufruf, also dass ein User zu Ende schaut, nur ein Viertel bis zu einem Drittel von dem, was man zum Beispiel für eine Kampagne bezahlt, die sich auf Conversions, also zum Beispiel auf Verkäufe optimiert. Die Auswahl des richtigen Kampagnenziels ist unglaublich wichtig, denn dieses Kampagnenziel musst du nachher in eine Kennzahl übersetzen, genau wie wir sie hier in diesem Funnel gesehen haben, auf die du optimierst. Wenn du deine Ziele klar definieren kannst und die Kampagnen richtig einstellst, dann wirst du a. unglaublich effizient sein und b. hast eine Chance, deinem Wettbewerb die Nase voraus zu sein. Denn wenn dein Wettbewerb genau diesen Fehler macht, zum Beispiel eigentlich Reichweite möchte, aber das falsche Format auswählt, hast du viel günstiger Reichweite eingekauft, als alle deine Konkurrenten es überhaupt könnten. Mein zweiter Tipp für dich ist die Liebe zum Detail. Konkret meine ich hier zwei Sachen. Im ersten meine ich vor allem die Targetings. YouTube bietet unglaublich viele vorgefertigte Targetings an. Das sind Themenumfelder, das sind vorgefertigte Interessen, das sind Kaufinteressen. Auf die kann aber wirklich jeder zugreifen. Was du aber machen kannst, ist, über benutzerdefinierte Zielgruppen genau deine eigenen Zielgruppen, deine eigenen Targetings zu bauen. Also, im ersten Schritt haben wir gemerkt, wir müssen unser Ziel richtig kennen und richtig übersetzen. Im zweiten Schritt ist, unsere Zielgruppe richtig zu kennen und diese dann in die richtigen Zielgruppen zu übersetzen. Denn auch hier kannst du deiner Konkurrenz wirklich weglaufen. Über Keywords, über besuchte Webseiten, über installierte Apps, über besuchte Orte kannst du hier genau deine Zielgruppen einschränken und kannst genau bestimmen, wen du wirklich erreichen möchtest. Hier hast du sehr, sehr viel Potenzial, a. richtig gute Kampagnen zu machen und b. bessere Kampagnen zu machen als deine Konkurrenz. Du musst aber ganz genau wissen, wen du erreichen möchtest und vor allem, wie diese Zielgruppe sich bewegt. Das Detail in der Zielgruppe kann dir also einen richtig großen Wettbewerbsvorteil schaffen. Liebe zum Detail bedeutet aber auch, dass du diese Gruppen gegeneinander testen musst. Erstelle nicht ein Targeting für die komplette Zielgruppe, sondern erstelle mehrere Versionen deiner Zielgruppe. Erstelle für eine Zielgruppe zum Beispiel 4 Targetings, also 4 Custom Audiences, einfach um zu testen, welche davon wirklich funktioniert. Und frage dich dann, warum könnte die eine besser funktionieren als die andere? Denn hier im Detail liegt wirklich ganz, ganz viel Potenzial vergraben. 60% des Kampagnenerfolges hängen vom Creative, im Fall von YouTube, also vom Video ab. Das ist unglaublich wichtig und einer der größten Hebel, den du für eine erfolgreiche Kampagne hast. Darum, schaue dir genau an, wie deine Videos funktionieren. Schau dir an, wie lange die User am Schnitt schauen. Schau dir an, wann sie abspringen und überlege genau, woran das liegen kann. Analysiere, wenn die User bis zur Sekunde 10 im Schnitt schauen.
Was haben die User eigentlich gesehen? Haben die verstanden, worum es ging? Haben die vielleicht ein emotionales Video gehabt? Haben sie eine Information bekommen? Oder kommt die Emotion oder die Information erst ganz am Ende des Videos? Wie funktioniert mein Video auf meine Zielgruppe und wie weit schauen die User eigentlich? Hier kannst du ganz, ganz viel testen und ich empfehle dir, ganz genau drauf zu schauen, wie deine Videos funktionieren. Denn, ich wiederhole es gerne nochmal, die Videos sind einer der größten Hebel, die du für deinen Kampagnenerfolg hast. Kleiner Tipp, wenn du diese Einblendung hier ganz spannend findest, das sind alles Folien, die du umsonst auf meiner Homepage runterladen kannst. Einfach Video for Brands besuchen oder auf den Link in der Infobox klicken. Findest du alle Folien, kannst du mitmachen, was du möchtest. Mein letzter Tipp ist tatsächlich mein Lieblingstipp, denn sei ein User. Wenn du besser sein möchtest als der Wettbewerb, besser sein möchtest als deine größten Konkurrenten, dann macht es total Sinn, wirklich mit Leidenschaft und mit viel Spaß bei der Sache zu sein. Das ist nicht nur für YouTube so, das ist auch für alle anderen Werbeplattformen so. Wenn du dein Werbeumfeld wirklich kennst und weißt, wie User sich verhalten und weißt, was passiert, dann hast du einen riesengroßen Vorteil. Schau dir also genau an, was für Werbung wird auf YouTube geschaltet. Was macht A die Konkurrenz und was machen natürlich auch ganz andere Advertiser, die vielleicht gar nichts mit deiner Branche zu tun haben. Denn vielleicht haben die gerade einen Tipp gekriegt oder testen gerade ein neues Format, was mega spannend sein könnte und was du sofort adaptieren kannst, um schneller zu sein als dein Wettbewerb. Dann gilt es aber auch mutig sein und testen. Also, schau dir genau an, was passiert. Hab also die Augen immer auf, wenn du auf YouTube unterwegs bist und schau dir genau an, was für Formate werden zum Beispiel genutzt, wie sind die Videos aufgebaut, wann kriege ich welche Werbevideos. Da kann man sehr, sehr viel mitnehmen und neue Werbeformate, neue Extras, was auch immer, findest du halt da sehr, sehr schnell und kannst es dann sehr schnell adaptieren. Sei ein User heißt aber auch, das Ganze kritisch zu hinterfragen. Achte genau darauf, wie nimmst du Werbung wahr? Wann ist Werbung für dich gut und wann ist sie nicht gut? Versuch ein Gefühl dafür zu kriegen, wann dich Werbung überzeugt und versuch darauf Sachen rauszuziehen, die du für dich selbst adaptieren kannst. Deine eigene Meinung ist nicht komplett das Nonplusultra und das ist sehr individuell natürlich, aber es gibt dir einen Anhaltspunkt. Es gibt dir vielleicht auch Hilfe und du kannst auch mit anderen Leuten darüber reden und einfach mal schauen, hey, hat dich das jetzt überzeugt oder nicht? Hat das jetzt einen Mehrwert gebracht oder nicht? Warum klickst du hier, warum klickst du da nicht? Einfach mit offenen Augen durchgehen und auch hinterfragen. Denn wer ein Gefühl dafür hat, wie die Plattform funktioniert, wie Werbung funktioniert, welche Werbeform vielleicht auch den größten Wert für dich haben, dann ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Denn nicht alles, was du am Ende in deinen Zahlen siehst, wie teuer du deine Reichweite eingekauft hast oder wie teuer ein Klick war, ist das finale Ergebnis. Denn die wirkliche Werbewirkung ist unglaublich schwer zu messen. Und ein gutes Bauchgefühl dafür kann dir sehr, sehr viel helfen und kann dir einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Mehrwert liefern. Wenn du Fragen hast, einfach in die Infobox hauen, dann natürlich abonnieren. Das ganze Ding hier gibt es auch noch in schriftlicher Form auf meiner Homepage. Da findest du auch die Folien. Wenn du eher ein Podcast-Typ bist, dann kannst du dir das Ganze natürlich auch als Podcast anhören. Link dazu auch in der Infobox. Ich bin Julian und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.